Willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir sind gerade dabei, die Schemen der Wolfenschule einzusammeln. Huch, da wollte ich nicht hin. Doch, hier wollte. Nee, Moment. Ganz ruhig. Wir werden jetzt hier hingehen. Hier gibt es nämlich noch was. Müssen wir nur mal gucken. Dann gucken, wie kommen wir da am besten hin? Ich würde sagen, ja, erstmal den Fluss zurück bis zu Plötze. Hoch. Den Fluss zurück. Und ich weiß, dass wir einen Fertigfähigkeitspunkt haben, wie es hier heißt. Ich weiß nur noch nicht, wo ich den hinsetzen soll. Deswegen hebe ich mir den erstmal auf. Im Moment brauchen wir ihn so gesehen auch nicht. Man muss sich erstmal überlegen, wo der hinkommt. So. Erstmal hier an Land gehen. Na, Plötze, kommst du hier hoch? Ach, hier ist sogar ein Weg. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, aber ein Weg, wo Plötze nicht hochkommt. Hopp, na gut. Ah, ich bin zu hoch. Okay, also einmal runter. Vorsicht. Da. Gefunden. Ich sollte mich ein wenig umsehen. So. Was lebt hier wohl? Okay, hier ist schon mal nichts. Hier ist auch nichts. Okay, warte mal. Gehen wir nochmal hier hoch. Nichts. Ah, hier ist es. Ja, unten. Ernsthaft, hier ist nichts drin? Okay. Ja, sehr gut. Das war das. Lampert? Jennifer? Eskel. Gehen wir zuerst zu Lampert. Lampert, Lampert. Ja, gehen wir zuerst zu dem. Aber. Plätze, okay. Auf geht's. Auf nach Hause.
Wuhu. Ach ja, so ein paar Wölfe. Ja, aber hier wird soweit auch alles erledigt. Ist doch sehr gut. Sehr, sehr schön. Boah, mal gucken, was Lambert. Was sollte der noch gleich machen? Ja. Weiß es gerade gar nicht. Das müssen Eskels Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. War doch eigentlich schon Lambert. Ach, was ist als dann. Dann halt erst Eskel. Mal gucken, wo er hingeritten ist. Wir folgen ihm einfach mal. So, nächste Spuren. Wo ist du hin? Hey, okay, hier ist er hoch. Hier hoch? Ah, da ist das Pferd. Das heißt, das ist sein Pferd. Wie hieß es noch? Skorpion. Schönes Tier. Eskels Lager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Oh. Fußspuren. Und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Felsen. Hier ist Endstation. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege muss nur eine Geruchsprobe finden. Rindenstückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziegenhaar. Puh, das stinkt. So. Okay, den anderen Hexer kann... Ja gut. Dann folgen wir mal. Weiß aber vor allem mal. Eskels Spuren. Die Nase irrt sich nicht. Die hat sich nicht selbst hier angepflockt. Sie ist ein Gabelschwanzköder und offenbar auch ein Hexerköder. Hi. Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Schön, dich endlich wiederzusehen. Dich auch. Wie geht's? Wie immer, wie immer. Noch ein Tag, noch ein Ertrunkener. Ist das alles? Ich bin ein einfacher Hexerwolf. Ich kämpfe nicht gegen Drachen, verbrüdere mich nicht mit Königen und schlafe nicht mit Zauberinnen. Im Gegensatz zu anderen. Ich versuche nur mit Zauberinnen zu schlafen. Oh Gott. Ist nicht so toll, wie es klingt.
An deiner Stelle würde ich mich glücklich schätzen. Richtig. Man muss schon reichlich Champagner trinken, um den Kaviar runterzuspülen. Harte Sache. Psst, hörst du? Er kommt. Au! Verdammt, er hebt ab! Auf die Flügel! Miese Riesenreptilien. Ich hasse es, wenn sie das machen. Hätte uns den Ärger ersparen und sich töten lassen können. Hm. Und sich dazu selbst ausweiden und sich auf einen Bratspieß schieben? Ha, genau. Obwohl das Biest kaum so wohl erzogen ist. Wir müssen klettern. Etwas Training wird dir gut tun. Na, du hast ein bisschen zugelegt. Das sind die Reste vom Winterspeck. Du meinst wohl dich selbst, Scherzkeks. Ah, soll ich... Blutet stark. Aus einer Arterie. Helles Blut. Der kommt nicht mehr weit. Ja, da mal nicht zu hinterher. Upp. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Ha, Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Ketveni. Der kommt klar. Hab ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein, ich glaube nicht. Ich hab mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Hier ist er gelandet. Nicht sehr elegant. Schau die Spuren. Wir haben wohl sein... Mein Hahn ist tot, mein Hahn ist tot. Er kann nicht mehr krähen, Kukudi, Kukuda. Was ist das für ein Lied? Altes Lied der Hochgebirgler. Ist wohl in sein Versteck geflohen. Okay, das war ich zu schnell, Entschuldigung. Jetzt flieht er nicht mehr, sondern muss kämpfen. Ach, deswegen war hier niemand drin, als wir beim ersten Mal hier waren. Ey, das blöde Vieh hat unsere Rüstung geschrottet. 50, haben wir einen 40er? 90? 40? Hauen wir 30? Noch einen. Müssen wir... Ja. Ach, schon wieder das falsche Zeichen. Und ich treffe ihn nicht mehr. Na schön. Her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Hat Jan dir gesagt, wozu sie sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, stört dich nicht? Doch. Doch, natürlich. Aber ich weiß nicht, wie wir den Fluch ohne sie brechen sollen. Wir hätten Triss um Hilfe bitten können. Ich will's mal so ausdrücken. Wenn Yen Uma nicht helfen kann, können wir immer noch zu Triss gehen. Die wird uns keine Vorwürfe machen. Umgekehrt allerdings... Da wäre was fällig. Eben. Jetzt Schluss damit. Gehen wir. Hurra! Ja, Wolf? Nichts, nichts, nichts. Lass uns verschwinden. Na, komm hoch hier. Oh, schön, dass die Pferde hier hochgekommen sind. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Du hast eh keine Chance. Keine Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Kaer Morhen zuerst erreicht hat, gewonnen. Komm schon, Plötze. Oh Mann. Aus dem Weg!
Der Hexe hat's eilig. Okay, das mit dem Trank ist jetzt echt mies, weil man fast nicht sieht. Vor allem sehe ich den Weg nicht. Ich orientiere mich an der Karte gerade, weil es anders teilweise nicht geht. Naja. Oh, guck mal, können wir direkt durchgaloppieren. Können wir ja so durchgaloppieren. Los, lauf! Erster. Endlich. Hat ja gedauert. Der Sattel war locker. Mhm. Alle schlechten Tänzerinnen geben ihren Schuhen die Schuld. Bist selbst eine schlechte Tänzerin. Aber ein verdammt guter Reiter. Wir haben nicht gewettet, doch ich finde, du verdienst einen Preis. Ach. Wenn du darauf bestehst. Wenn du darauf bestehst. Hier. Nutze es weise. Was hat er uns gegeben? Auf jeden Fall sind wir wieder überladen. Das heißt, er hat uns wohl ein Schwert gegeben. Nee, Bergstiefel. Okay. Wartet mal. Wo ist hier eine Truhe? Da. Gehen wir mal eben dahin. Wird jetzt ein bisschen dauern. Aber ich muss mal zusehen, dass ich ein paar Sachen loswerde. Ja, danach machen wir allerdings das mit Lambert. Hier waren wir ganz am Anfang, als wir mit Ciri gegen Ciri das Wettrennen hier runter gemacht haben. Ich von hier überhaupt da rein? Ich bin im Kreis gelaufen, oder? Sag jetzt nicht, ich bin im Kreis gelaufen. Naja. Ja gut, ich glaube, das hätte man auch schneller machen können, aber... Erstmal müssen wir zur Truhe. Ich hab so viel Müll. Wartet mal. Kann ich Alchemie? Kann ich irgendwas herstellen, damit mal ein paar Sachen hier weggehen? Ich will einfach mal alles her, was ich herstellen kann. Ich fange allerdings mal bei.
Einfach nur mit ein paar Zutaten. Können wir hier irgendwas? Nein. Tränke auch nicht, ja? Nee. Ah, wir können zwei Öle herstellen. Na gut, machen wir das. Das hier. Und das hier. Da. Hier können wir 13. Ich stelle einfach alles her, was geht. Da müsste ich ein paar Zutaten verbrauchen. Dann müsste das doch eigentlich. Ich glaube, meine Theorie wird sich nicht bestätigen. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Na, das war wohl nichts. Na gut. Das könnte jetzt nur ein Schmier. Ach. Weil ich meine, was soll ich denn hier? Hier, die können wir auf jeden Fall nicht lagern. Das ist alles neu. Gut. Das ist auch neu. Auch nicht lagern. Das haben wir eher als gelesen. Da kann ich das lagern? Wahrscheinlich ja, ne? Aber es wiegt gar nichts, oder? Egal, dann räumen wir mal ein bisschen auf. Räumen wir einfach mal ein bisschen auf. Kommt das alles weg? Ja. Sonst müsste ich mal zu einem. Ich kann ja jetzt hier mal hier schnell hinreisen. Dann müsste ich mal zu irgendeinem Händler und mal Plunder verkaufen oder sowas. Oh, einen ganzen Plunder einfach mal zerlegen. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Ja. Auch interessant, wie viel Gold wir gerade haben, oder? Kann man vorwärts und rückwärts lesen, ist genau dasselbe. Einfach alles weg. Einfach alles weg. Das macht zwar vom Gewicht ja nicht so, wie es aussieht, aber dann haben wir auf jeden Fall, sieht unser Inventar da mal wieder ein bisschen ordentlicher aus. Das ist auch schon mal was. Ja. Das weg, einfach alles weg, einfach alles weg. Das weg. So. Naja, ein bisschen Platz haben wir jetzt. Wenn wir das nächste Mal irgendwo in der Stadt oder sowas sind, müssen wir mal. Da ist er. Speicher mal, was sagt die Zeit? Na komm, wir reden noch mit ihm. Nee, das ist er gar nicht. Puls schwach, aber regelmäßig. Ach, Iskel, hi. Beeindruckendes Exemplar. Ein Monat Spurenlesen und Verfolgung, aber dann habe ich das Mistvieh drangekriegt. Glückwunsch,
Aber ich frage mich trotzdem, warum du den Kadaver behalten hast. Willst du ihn ausstopfen und über den Kamin hängen? Keine üble Idee. Aber erst muss ich die Autopsie beenden. Der hier war ungewöhnlich schnell und stark. Ich will ihn gründlich untersuchen. Darf ich mal gucken? Darf ich mal schauen? Möchtest du die Ehre haben? Nein, danke. Du schneidest, ich esse einen ab. Boah, Geralt. Wie kannst du damals einen Apfel essen, Alter? Untersuchen wir den Kopf. Lange Tasthaare, vortretender Frontallappen, aber das ist normal. Lange Ohren und ein Ohrring. Habe ich schon mal gesehen. Einige mögen glitzernde Objekte. Wie Elstern. Und im Maul? Gelbe, stumpfe Zähne. Die vorderen Schneidezähne fehlen. Oben und unten. Mag offensichtlich keine Zahnseite. Gut, weiter. Eieiei. Öffne seinen Bauch. Und du isst dabei einen Apfel. Hör auf. Und? Irgendwas Interessantes? Unverdaute Nahrung, aus einigen Jahrzehnten, wie es scheint. Menschenhaare, eine Gürtelschnalle, ein paar Kopper. Oh, und ein Goldring. Willst du den Yennefer geben? Müsste wie neu sein, wenn man ihn ein bisschen poliert. Nein, danke. Sie trägt nur Silber. Selbst schuld. Der Rest ist ganz normal. Nur die Fettleber nicht. Offenbar hatte er eine Vorliebe für Säuferblut. Nette Clown. Knapp 2 Spannen lang. Die wachsen pausenlos. Die Bestie war gut 100 Jahre alt. Muskulöse Beine. Vor allem die Oberschenkel und die Füße. Dieser Bastard war schnell, das sag ich dir. In einem Moment da, im nächsten wieder in den Schatten. Es dürfte schwierig gewesen sein, ihn zu sehen. Wie hast du ihn denn besiegt? Oh, lange Geschichte. Erzähl ich ein andermal. Na gut. Ich habe fürs Erste genug gesehen. Er war alt und erfahren. Es wäre schön, wenn man das Alter eines Katakans anhand seiner Fährte bestimmen könnte, damit man einem wie dem hier nicht unvorbereitet gegenübersteht. Da hast du recht. Aber nicht jetzt. Bis dann, Eskel. Okay, ich würde sagen, bevor wir zu Lambert gehen, werde ich den Part für heute beenden. Ja, mal gucken, was er mit dem Riesen dann noch vorhat. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich sage erstmal bis dahin und ciao.